Es ist soweit. Der Wankelmotor feiert bei Mazda sein Comeback. Bevor wir über seine Wiedergeburt sprechen, wie wäre es mit einer kurzen Beschreibung des Wankelmotors? Zunächst einmal ist der Wankelmotor ein Rotationskolbenmotor, der einen Viertaktzyklus durchläuft. In seinem Inneren wandelt ein dreieckiger Kolben die Energie um, die bei der Verbrennung von Kraftstoff entsteht. Diese wird dann in mechanische Rotationsenergie umgewandelt. Diese wird auf die Kurbelwelle übertragen. Wissen Sie wirklich, was eine Kurbelwelle ist? Keine Sorge, das ATEC-Team ist hier, um mit Ihnen die Sache zu klären. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Es handelt sich um eine mechanische Vorrichtung, die die Umwandlung einer geradlinigen Bewegung des Kolbens in eine kontinuierliche Drehbewegung ermöglicht. All dies ist über eine Pleuelstange möglich. Diese Bewegung kann auch in umgekehrter Richtung erfolgen. Es stimmt, dass der Wankelmotor oft als Rotationsmotor bezeichnet wird. Worin unterscheidet er sich von anderen? Er basiert auf dem Prinzip der Flügelzellenpumpe. Dies geht auf die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts zurück. Erst in den 1950er Jahren entwickelte der deutsche Ingenieur Felix Wankel den Motor, wie wir ihn heute kennen. Da er nicht das Prinzip des Pleuel-Kurbelsystems nutzt, erzeugt er keine Wechselbewegung. Dadurch werden Bewegungsumwandlungen, Reibung, Vibration und auch Geräusch stark reduziert. Daher spricht man von einer besonders vorteilhaften technischen Lösung. Sie wird in vielen Bereichen des Verkehrs eingesetzt. Um mehr darüber zu erfahren, werden wir die wahre Geschichte des Wankelmotors erläutern. Wissen Sie wirklich alles? In diesem Video erfahren Sie auf jeden Fall noch einiges mehr. Genau aus diesem Grund raten wir Ihnen, dran zu bleiben. Einfach ausgedrückt. Ein Kreiskolbenmotor verfügt über einen dreieckig geformten Kolben, der sich um die eigene Achse dreht und dadurch Kraft erzeugt. Das Dichtungsproblem des Wankelmodells ist jedoch in Fachkreisen bekannt. Dies hat viele der in der Branche bekannten Magnaten abgeschreckt. Wie wäre es, wenn wir uns noch einmal mit dem Prinzip der Flügelzellenpumpe befassen würden? Worum handelt es sich dabei wirklich? Sie wurde von Agostino Ramelli erfunden und wird auch heute noch verwendet. Diese Pumpe hat einen Rotor, der mit verschiebbaren Flügeln ausgestattet ist. Und das ist es, was die Förderung einer sogenannten gepumpten Flüssigkeit ermöglicht. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist ganz normal. 1936 entwickelte Graf Pappenheim die Zahnradpumpe, um das Wasser von Springbrunnen zu gewinnen. Letztendlich ist es genau das gleiche Prinzip wie bei der Ölpumpe. Diese finden Sie übrigens auch im Motor Ihres Autos, wenn Sie einen Blick darauf werfen. Im Jahr 1901 erfand ein Amerikaner eine Dampfmaschine mit Drehkolben, für die er ein Patent anmeldete. Erst 1908 baute ein Engländer nach der gleichen Idee eine Verbrennungsmaschine. Leider waren die Bewegungen des Kolbens sowie die Dichtigkeit schon damals ein Problem. In der Folgezeit werden die Versuche in Frankreich fortgesetzt. In den 1930er Jahren entwickelte der Franzose Dimitri Saint-Saëns de Lavaux einen neuen Motor. Dieser ist sowohl für Zwei- als auch für Viertaktverbrennungen geeignet. Die Hersteller Citroën und Renault sowie das Luftministerium finanzieren die Konstruktion. Wie der Wankelmotor hat sein Kolben eine dreieckige Form und es gibt einige Probleme mit der Dichtung. Was ist Ihrer Meinung nach die Lösung für diese Komplikation? Es scheint, dass der Schlüssel zu diesem Problem in Deutschland liegt. Denn Felix Wankel beginnt in Deutschland mit den Entwürfen für seinen Motor. Wir schreiben das Jahr 1924. Dank der Zuschüsse der Luftwaffe und der Kriegsmarine des Dritten Reichs verbrachte er viel Zeit damit, sich mit dem Konzept der Wasserdichtigkeit zu beschäftigen. So nahm er ab 1951 schnell Kontakt zu verschiedenen Autoherstellern auf. Er schloss einen Vertrag mit NSU, die sein System als Kompressor in ihren Motorrädern einsetzten. Im Jahr 1963 wurde ein solcher Motor in einen NSU Spider eingebaut. Es handelte sich um das erste Fahrzeug mit Wankelmotor, das auf den Markt kam. Es wurden 2275 Exemplare verkauft. Aber warum wird Wankel immer noch mit Mazda in Verbindung gebracht? Haben Sie eine Ahnung, was das bedeutet? Die Antwort ist recht einfach. Mazda ist der erste Hersteller, der den Wankelmotor in Lizenz verwendet hat. Citroën, Mercedes und viele andere Autohersteller interessierten sich ebenfalls für diese innovative Technologie. Aber erst als Rolls-Royce 1965 sein Interesse an der Sache bekundet, kommt der Ruhm zum Vorschein. Mazda war jedoch der einzige Hersteller, der die Serienproduktion fortsetzte. Er bietet sogar Automodelle mit dem Wankelmotor an. Das bekannteste Modell ist bis heute der Mazda RX-8. Einige der Fahrzeuge, die damals mit einem 700 PS starken Wankelmotor ausgestattet waren, gewannen sogar ein 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Der Erfolg war jedoch nur von kurzer Dauer. Angesichts der zunehmenden Stärke des Wankelmotors beeilten sich die anderen Hersteller, ein Verbot dieser Form der Motorisierung zu fordern. Es stimmt, dass dieser Motor zu einem der kompliziertesten Zeitpunkte auf den Markt kommt. Im Jahr 1973 traf die erste Ölkrise die ganze Welt mit voller Wucht, was zu zahlreichen Komplikationen auf allen Ebenen führte. Darüber hinaus konnte sich dieses doch sehr attraktive Konzept nicht wirklich gegen die klassischen Motoren durchsetzen. Außerdem wurde die Entwicklung durch den hohen Kraftstoffverbrauch behindert. Die Entwicklungsabteilung von Citroën gab jedoch nicht sofort auf. Sie arbeiteten bis Anfang der 1980er Jahre weiter am Kreiskolbenmotor.
Als Peugeot Citroën aufkaufte, wurde diese viel zu teure Forschung endgültig eingestellt. Seit 2012 hat sich Mazda auch entschieden, die Produktion des Wankelmotors einzustellen. Seit dem Rückzug des Mazda RX-8 ist der Wankelmotor also komplett vom Radar verschwunden. Ist es wirklich möglich, dass er wieder zurückkehrt? Nun, es ist tatsächlich so. Mazda hat die Rückkehr des Wankelmotors angekündigt. Aber unter welchen Bedingungen? Das werden wir gemeinsam herausfinden. Es entwickelt sich von einem Elektromodell zu einem Plug-in-Hybrid. Ein immenser Fortschritt für den ursprünglichen MX-30. Das Jahr 2023 scheint für den Autohersteller ein gutes Jahr zu werden. 12 Jahre später beschloss er daher, den Kreiskolbenmotor wieder auferstehen zu lassen. Dennoch bleibt der japanische Hersteller immer im Einklang mit dem ökologischen Wandel, der die Automobilindustrie ständig weiterentwickelt. Die Rolle des traditionellen Wankelmotors ist nun eine ganz andere. Er dient als Range Extender im Rahmen eines Plug-in-Hybrid-Antriebsstrangs. In Bezug auf Kompaktheit und Leichtigkeit ist diese Technologie die beste Wahl. Der Drehblock befindet sich unter der vorderen Motorhaube und ist an derselben Stelle wie der Generator und der Elektromotor platziert. Er verfügt über eine Leistung von 74 PS bei 47.000 Umdrehungen pro Minute. Beim Elektromotor ist von 125 kW die Rede, was etwa 170 PS entspricht. Es sieht so aus, als würde der Dreher lediglich den Generator antreiben, während die Räder vom Elektromotor angetrieben werden. Laut den Ingenieuren der Marke soll der zu hohe Ölverbrauch kein Problem mehr sein. Glauben Sie wirklich an die aktuelle Kraft dieses Motors? Tatsächlich hat diese unglaubliche Veränderung rund um den Wankelmotor dazu geführt, dass der MX-30 seine Reichweite deutlich erhöht hat. Mit reinem Elektroantrieb hatte er eine Reichweite von 160 Kilometern. Diese Zahl wurde von potenziellen Käufern und konkurrierenden Autoherstellern als lächerlich angesehen. Man kann also beobachten, dass der Wankelmotor ein wahres Wunderwerk der Technik ist. Der Kreiskolbenverbrennungsmotor fungiert als Ergänzung, die von großem Nutzen ist. Zwar ist er nicht der sparsamste Motor, aber er hat andere Vorteile, die nicht zu unterschätzen sind. Außerdem ist er viel einfacher in unsere heutigen Fahrzeuge zu integrieren. Dabei handelt es sich doch nur um einen Sekundärmotor. Haben Sie letztendlich das Hauptziel von Mazda richtig verstanden? Ganz einfach. Mazda glaubt überhaupt nicht mehr an die Macht großer Batterien auf Seiten der Elektroautos. Sie wären für die heutigen Modelle nicht mehr geeignet. Die Europäische Union hat nämlich beschlossen, dass alle Autos bis zum Jahr 2035 elektrisch betrieben werden müssen. Das ist nichts Neues. Es ist wichtig, dass die CO2-Emissionen um 100% gesenkt werden. Laut Mazda würden sich große Akkumulatoren in diesem Bereich kontraproduktiv auswirken. Es stimmt, dass ihre Herstellung problematisch ist, da sie viel mehr Lithium benötigen. Wir erwähnen es immer wieder im Kanal, dass dieses Material sehr umstritten ist und immer teurer wird. Der Sparverlängerer könnte daher der ideale Vorschlag sein. Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Wird diese neue Version des Wankelmotors die gewünschte Wirkung haben? Hat Mazda wirklich auf das richtige Pferd gesetzt? Wie sieht die Zukunft der Automobilindustrie aus? Zögern Sie nicht, uns Ihre Meinung zu dieser Frage zu sagen, indem Sie uns direkt unten einen kleinen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns darauf, Ihre Meinung zu lesen und mit Ihnen zu diskutieren. Bis bald auf ATEC.